Ja, servus meine Lieben und Mädels, ich begrüße euch zu einer neuen Folge StarCraft 2 Heart of the Swarm. Ja, in der letzten Folge haben wir ja unsere Mutalisken weiterentwickelt, sage ich mal. Also wir haben uns die Evolution ausgesucht für die Mutalisken. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal die nächste Mission hier und wahrscheinlich die letzte Mission auf dem Planeten hier. Legen wir los. Ist ein uraltes Wesen, das über gewaltige Macht verfügt. Er wartet tief im Inneren des Labors auf dich. Einer von euch wird sterben. Sieh zu, dass es dieser Hurensohn ist. Oh, Stukov, kannst nicht länger reden, ich musste gehen. Scheiße. Ja, cool, die kriegen die Ultralisken endlich. Eine meiner absoluten Lieblingseinheiten bei den Zerg, weil die Viecher nämlich absolut geil sind. Gut, starten wir die Mission. Monstrositäten sind in das Heiligtum eingedrungen! Protoss! Diese Taldarin bilden Naruks Reserve. Es sind seine beste Truppe. Der letzte Kampf naht. Was für eine Schande! Dieser Ultralisk hätte nützlich sein können! Stukov-Organismus versteht falsch. Tod irrelevant. Nur Essenz wichtig. Ultralisken wiederhergestellt. Ultimatives Symbol für Schwarmevolution. Wir müssen einen Standort für unseren Schwarmcluster sichern. Dann kümmern wir uns um Narut. Würde ich sagen, wa? Also, dann geht's mal los hier. Einer meiner absoluten Lieblingseinheiten, den Ultralisken. Die sind einfach die besten. Greift an, meine Brüder! Die Eroberung geht weiter. Vernichtet die Monstrositäten! Der Schwarm erobert alles. Den Walker hier. Was tut auf eigentlich? Ach, kann er das? Direkt. Kann er so ein paar Dingens erschaffen, so ein paar Terraner, ein paar Verseuchte. Genial. Warum würde Narut dieses Labor auf einem Xel'Naga-Tempel bauen? Du weißt überhaupt nichts über die Xel'Naga! Also. Ah, die Mission. Okay, alles klar. Ich kenne die Mission auch wieder. Narut treibt eine Nullzone auf dich zu. Sie wird dich bei der leichtesten Berührung umbringen. Diese Tempel verstärken seine Macht. Stukov, geh zu den Tempeln und vernichte sie. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ich meine, ist ja nicht so, dass er gefragt hat, ne? Naja, okay, gut, alles klar. Ja, da oben sieht jetzt die Leiste für Kerrigan und Narut. Erstmal hier speichern. So, dann geht's erstmal los. Erstmal hier meine kleinen Schabenbauer. Schaben! Sag mal Schaben, Mann! Dann wollen wir ihn mal zerstören. Ja, würde ich sagen, wa? Euch! Die Nullzone bewegt sich auf mich zu! Naja, ach. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. So, wir werden hier erstmal auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir hier erstmal so ein bisschen Zeug holen. Ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall noch. Also wir müssen uns jetzt nicht unbedingt... Obwohl es geht. Vielleicht sollten wir uns noch ein wenig beilen. Dann kriegen wir schon hinter uns den zweiten Cluster, den wir uns bauen können. Also den holen wir uns, sichern wir uns mal ganz fix als erstes. So, hallo? Ich glaube, ich angreife. Dankeschön. Macht's kalt. So, dann können wir nämlich gleich direkt den zweiten Cluster direkt bauen. So, ich würde sagen, wir gehen direkt mal
Soll ich sagen, also viel ist da nicht so viel Verteidigung. Jetzt gehen wir schon hin. Schicken wir erstmal die Hibis vor. Und die erstmal ein bisschen da kämpfen. So, wenn wir einfach mal mit Kollegen hier dahin gehen. Ich kanalisiere Psi-Energie in diesem Tempel. Aber das wird seine Zeit dauern. Ja, dann. Das gehen wir schon hin. So, wir haben ja jetzt genug, würde ich sagen. Ich muss mich konzentrieren, aber ich kann meine Kräfte weiterhin für den Kampf einsetzen. So, du noch und du noch. Na ja, das gehen wir schon hin. So, erstmal hier unten. Ein paar Zerklinge bauen, aber sie nach vorne holen. Ein Hybrid nähert sich. Ein Hybrid. Ja, das ist ja easy, ne, würde ich sagen. Das ist ja leicht. Geh mal hin. Da ist jetzt die kleine Schabe hingelaufen. Können wir direkt mal hier unten hinlaufen und direkt mal uns zwei Cluster erstellen. Explosion einsetzen, um durch die Rüstung des Hybriden zu dringen. Der erste Tempel hat sich deaktiviert. Exzellente Arbeit, Stukov. Ich kann fühlen, wie Naruts Kraft nachlässt. Erfurt, ne? Aber nur für den Moment. Wir müssen die anderen Tempel deaktivieren. Ja, müssen wir. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Da müssen wir auch noch hin. Okay. Nur heraus damit. Sammeln wir uns mal. Gehen wir mal nach vorne hier. Ja. Machen wir uns schon mal bereit hier, dass wir jetzt da gleich angreifen können. Wir jetzt noch ein bisschen was sammeln an Einheiten. Und auch hier direkt mal ein bisschen Verteidigung direkt aufbauen. Mal gerade hier hin. Stukov, ich spüre Kristalle, die Narut verwendet, um rohe Psi-Energie zu lagern. Was brauche ich denn für die? Für die brauche ich 300 und 2. Ach du Scheiße. Ihre Energie ist schwach, viel. Verborgen nahe dem Tempel. Falls wir genügend Zeit haben, werden wir sie finden und zerstören. So. Mehr Overlords, ist ja gut. Immer diese Overlord-Geschichte, schlimm. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind wieder hier dran. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit soweit. So, weite ich direkt mal aus hier, mein lieber Kriecher. So, ihr könnt schon mal hier unten anfangen zu arbeiten. Einer von euch kann direkt mal zu einem Vespin-Geysir werden. Zum Abbau-Ding. So, Drohnen. Warte mal, hier müssen wir oben noch drei Drohnen zuweisen. Eine wieder zurück. Eine kann wieder hier arbeiten. So, meine Armee ist da unten. Ich breite sich mal hier in die Richtung aus. Das Geile ist ja, wir sind ja hier quasi, hier ist ja quasi ein Engpass, genau wie hier. Ich könnte es quasi so machen, dass wir hier eine komplette Front aufbauen von Verteidigung, dass da irgendwie alles bekämpft wird. Sprich, wir werden auf jeden Fall noch weiter Drohnen erstmal bauen. Direkt mal unsere Verteidigung hier setzen. Wobei, nee, lieber direkt nach da unten. Zerstört ihren Schwarmstock! Allein kann sie nicht überleben! Zukunft mal nach vorne. Ich muss jetzt nicht alleine gegen kämpfen hier. So. Okay, das sieht soweit ganz gut aus. Okay, so, dann den und den. Dann gehen wir auf die 2. So, dann haben wir nämlich hier 17 Larven mittlerweile. Dann haben wir hier mal so ein bisschen ein paar Larven mal hin. So, sehr gut. Müssen wir bitte nach hier unten. Die holen wir jetzt wieder hier hin. Wobei, du kannst bitte mal da hingehen. Bei den Kollegen da an. Schnell, vernichte die Protoss. Die Hybriden nähern sich. Na ja, können wir schon hin. Geht mal gerade dahin, der will den Typen angreifen. Oh, der hat ja Lufteinheiten. Wie fies ist denn das? Wie fies ist das denn? Oh, oh, da kommt ein Hybrid. Geht mal gerade bis hier hin. Muss jetzt da nicht sterben. Und
machen wir gerade bei den Hiwis da. Erstmal hier ein bisschen Verteidigung aufbauen. So. Erstmal hier jetzt Verteidigung hinsetzen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, okay. Erstmal Verteidigung gesetzt. Der zweite Tempel ist gefallen. Winde dich so viel du willst. Deinem Schicksal entkommst du nicht. So, okay. Sieht gut aus. So, wir werden auf jeden Fall jetzt... Erstmal werde ich hier die Spawnpointe mal hier vorne hinsetzen. Ja, warte, ich muss jetzt mal gerade meine Sachen alle aufbauen. Und zwar... Erstmal hier alles aufbauen. Das. Dann... Wir wollen uns wirklich einfach alles auf, gerade mal. Die Schabenhöhle, das Ding. Dann, nein. Dann die Schabenhöhle noch. Dann auf jeden Fall das Ding noch. Dann noch das Ding. Und dann das Ding noch. So, bei... Nee, geh mal bitte hier hin. Oder baust mal dahin. So, das Ding steht, ist ja das Wichtigste. So. Der Tumor kann sich auch mal wieder ausbreiten, hier so ein Stück. Und wie das Ding. Kann ich auch mal wieder ausbreiten hier. So, okay, Verteidigung steht erstmal. Sieht gut aus. Wir gehen jetzt einfach weiter nach oben ein Stück. So. Komm, wir machen mal direkt mal hier weiter, wenn er jetzt kann. Der Tumor, komm schon. Direkt mal nach hier unten direkt setzen. So, hier ist eine Königin, das ist gut. So, jetzt einfach mal dann Kriechertumor einsetzen. So, und wir werden uns nämlich jetzt, pass mal auf. Wir machen auf jeden Fall Schaben machen. Genau wie hier werden wir Overlords machen. Scheiße, zumindest, okay. Brauchst du etwas? Noch haben wir ein bisschen Zeit. Können wir gerade kurz scouten, so ein bisschen. Wie es aussieht. Ja. Unsere Streitkräfte sollten sich darauf konzentrieren, Naruts Tempel zu zerstören. Nicht so geil. Ich bin aber lieber gerade zurück, weil das eine gegnerische Basis. Das Ende steht bevor. Gerade zurück hier. Muss ja jetzt nicht sein, dass der da jetzt kämpft. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Mal gerade zurück. Das war jetzt gerade ein bisschen dämlich, was ich da gemacht habe, aber ist nicht so schlimm. Kriegen wir schon hin. Ich muss halt erstmal jetzt ein bisschen mal meine Armee erstmal aufbauen. Weil ich habe jetzt erstmal alles gesetzt. Das heißt, wir können es erstmal anfangen aufzubauen. Jede Menge von euch, bitte. So. Okay. Du dahin, du dahin, du dahin. Ihr drei dahin. So, und hier wieder Schaben hin. Ach, Schaben. Ich sag immer Schaben. Warum sag ich schon immer Schaben? Erzähl mir das mal. Wisst ihr, dass ich nicht mal Schaben sage? Ich weiß es auch nicht. So, ich brauche aber bitte noch die Evolutionskarte. Ah, nee, die habe ich ja schon gebaut. Die ist ja schon hier. So, erstmal hier die Zerklinge weiterentwickeln. So. Ja, die Königin kann da bleiben. Kann ja mal gerade einsammeln. Was ist das eigentlich? Was war das denn jetzt? Was habe ich denn jetzt da angegriffen? Ach, das sind diese Kristalle, die ich angreifen kann. Schau mal du da an. So, mach das Ding mal da kaputt. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich hier diese Dinger angreifen kann. So, hier mal schön den Kriecher ausbreiten. Jetzt mal da mal gerade einen neuen setzen, wenn du willst. Wahrscheinlich steht ja hier einigermaßen. Ich geh mal nach da unten mit dem. Sieht soweit ganz gut aus. So, die Spawnpoint ist immer noch hier. Setzen wir mal dahin. So, dann
Mutas. Ich will ein paar Mutas mal hier haben. So, breite ich mal hier aus. Schön meine Kriecher weiter ausbreiten hier. So, das ist jetzt meine Armee hier. So, hier holen wir mal gerade hier oben hin. Dann würde ich sagen, weil Kerrigan ist schon halb am Ende hier. Die sind nämlich schon hier vorne. Ich sage einfach jetzt mal wieder. Außer dir. Kannst du mal oben stehen bleiben. Sparen wir uns die Formalität. So, wir greifen jetzt mal hier die Kollegen mal an. Ja. Wir setzen den Punkt einfach da hinten hin. Das heißt, unterwegs greifen die einfach, machen die einfach alles kaputt. So, und wir machen mal wieder ein paar Scheusale. Oh, wieder Overlords. Ich krieg zu viel. So, hier Overlords, bitte sehr. So, ihr macht ja da alles kaputt. Wird er das? Wenn ich noch meine Mutas habe. So, greift mal hier, macht mal da bitte weiter. Wobei einer von euch kann sich gerne mal zu so einem Geysir morphen, wenn er möchte. Ja, ach, soll's. Können wir schon hin. Halten uns hier immer weiter aus mit den Kriechern. Also weiter sehen, desto weiter können wir ja auch sehen. Ne? So, geht mal auch mal hier oben hin. Komm, Stukov. Zum Tempel! Er darf nicht fallen! Beseitigt die Tal'Darin. Mehrere Hybriden sind unterwegs. Mehrere Hybriden, okay. Ja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Streitkräfte werden angegriffen. Lauf mal nach da oben, bitte. So, und dann bauen wir uns mal wieder ein paar Schaben. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ach, guck mal hier. Sind ja zwei auf dem Weg. Oh, sieht gut aus. Wir haben einen dritten Tempel deaktiviert. Zwei Tempel sind noch übrig. So. Er wird schwächer. Kämpf weiter. Nein. Wir werden mal gerade vorsichtshalber ein bisschen Luftverteidigung aufbauen. Man weiß ja nie. Ist eigentlich hier, können die von hier eigentlich auch kommen? Ja, von hier aus können die nicht kommen, ne? Okay, ne, dann machen wir das nämlich so. Dann holen wir uns mal wieder ein paar Drohnen hier. So, wie hier. Holen wir gerade ein paar Drohnen. So. Dann holen wir alles mal gerade nach hier oben. Dann würde ich sagen, werden wir mal, wenn meine Schaben da noch kommen, halten wir uns hier weiter aus. Das kommt mir jetzt zugute, dass ich mich da ausbreite. So. Hier noch brauchen wir uns nicht auszubreiten. Werden sie das? Okay, wenn ihr meint, ihr müsst mich angreifen. Dann soll es so sein. Brauchst du etwas? So 142. Fertig. Das ist, glaube ich, eine ganze Menge, würde ich sagen. Ja, ich verstehe. Und zum nächsten Vorwärts. Jetzt. Mach mal alles kaputt da oben. So, und ich baue hier weiter meine Armee aus. Ich hole mir mal endlich mal ein paar Brutalisten. Und werde mir dann direkt wieder Overlords bauen. Ich krieg zu viel. Das ist ja das Problem, wenn halt die Zerklinge halt immer wieder neu spawnen. Dann ist das halt normal, ne? Stukov muss mal hier oben hin. Fertig. So, beschützt mal Stukov. Verteidigt den Tempel mit euren Leben! Vernichtet die Protoss jetzt! Die Hybriden sind unterwegs! Naja, ach, für Ruhe. So. Die Brutalisten werden auch gerade gebaut. Jetzt einfach mal hier oben weiter aus, ist mir egal. Sonst habe ich hier keine Probleme. Oh oh, ich glaube, der wird den jetzt zerstören. Arschloch. Oh oh, den wird auch den zerstören. Oh oh. Noch wie den? Du Hurenkind. Arschloch.
Naja. Wie wär's mal, wenn ihr alle mal einfach mal kämpfen würdet? So, der andere Hybrid kommt auch noch. Auch noch kalt, den Kollegen. Ist immer kalt da, den Typen. Der vierte Tempel ist gefallen. Nur noch einer. Das ist nicht möglich. So. Ich spüre, wie denn hier diese Stärke Dinger noch? Ich würde gerne hier noch so diese Kristalle noch zerstören. Haben wir denn hier noch so einen? Ich glaube, hier ist wahrscheinlich noch einer, oder? Gucken wir mal gerade. Ja, da ist noch einer. Nehmen wir gerade hier down, den Kristall. Wird gerne aber noch einen finden. Machen wir denn noch einen von denen? Vielleicht hier oben oder wo soll das noch sein? Oder hier? Oder soll ich mal in die Basis reinlaufen? Könnte ich eigentlich auch machen, ne? Gucken wir uns nochmal hier weiter. Der Schwarmstock! Zerstört den Schwarmstock! Scheiße. Zum Mist. Ich auch gestorben da unten. Scheiße. So, ihr wollt meinen Schwarmstock angreifen. So, so wollt ihr das. So, ich würde sagen, euch füge ich noch der 1 hinzu. Brauchst du etwas? Dann kann die 1 mal gerade hier hingehen, mal gerade kurz aufräumen. Ich habe hier so geile Verteidigung hingestellt. Ging ja so auf die Fresse. Das hat nur was noch gegen Flugeinheiten wahrscheinlich noch macht. Wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht noch den anderen Schwarmwirt reinklatsche. Ja, ich verstehe. So, aber ich würde echt gerne noch den letzten Kristall finden. Wo ist der letzte Kristall? Ich weiß nicht, wo der ist. Ich gehe jetzt mal gerade hier hin. Ich guck mal gerade hier. Warte ich einfach aus. Gucken wir mal, ob die hier vielleicht irgendwo sind. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Aber wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Mal wieder ein bisschen was bauen. Holen wir mal ein paar Hydralisten. Ja, komm, holen wir ein paar Hydralisten mal. So, ihr kommt auch noch zu 1 dazu. Brauchst du etwas? Da geht's gleich hin. Warte, da gehe ich gleich erst hin. Warte, warte, warte. Noch haben wir Zeit mit Kerrigan. Ich will den letzten Kristall noch finden. Ich weiß nicht, wo der ist. Mal dahin. Macht mal gerade einfach alles kalt da. Gut, wie ihr könnt. Die ganze Basis hier einfach mal gerade. Das sieht ja ganz gut aus. Die alles dann kalt machen. Ja, gefällt mir. Kann so bleiben. Wir gehen mal gerade alle hier unten hin. Gerade alle hier unten hin. So, wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Ja, ja. Wenn wir Hydralisken oder Mutalisken erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Jetzt um die Basis zerstören. Wie viel Zeit haben wir noch? Gucken, wie sieht's aus? Ah, ist noch im Soll. Ist noch im Soll, wir haben noch Zeit. So, hier sieht's auch noch gut aus. So, hier, ihr seid auch wieder, gehört auch wieder zur 1 dazu. Die feindliche Basis ist eingenommen. Ich würde aber immer noch gerne wissen, wo der letzte Kristall ist. Ohne Scheiß. Jetzt habe ich hier die Basis zerstört, aber ich habe den Kristall immer noch nicht gefunden. Immer noch nicht gefunden, ne? So, wieder... ja, machen wir uns wieder Brutalisten. Mehr Vespingas. Dann nutzen wir die restlichen für ein paar kleine Zerklinge noch. So, haben wir jetzt nur Zerklinge, ist egal. So, das heißt, eins, geht mal da oben bitte alle hin. Kämpft mal, was das Zeug hält. So, ja, die Kriechertumor können wir auch mal ausbreiten. Und dann genau wie hier. Was war ich hier? Den Kriechertumor? Hier hat stehen, genau. Können wir mal gerade einfach mal hier hin machen. Bauen wir dich da ein. Und
Hier wird einfach jetzt mal gekämpft. Und ihr macht das schon. Ich vertraue euch da in der Hinsicht. So, wir werden mal gerade... Wo ist meine Königin eigentlich? Ach, guck mal, du kannst eigentlich auch mal da oben hin noch hinlaufen, wenn du möchtest. So, warte mal, wo ist eigentlich meine Königin hier? Da. Mach mal gerade nach vorne. Mach mal bitte hier noch einen Kriechertum mal hin. Vorwärts. Mal das bei Stukov hinstellen. Verteidigt den Tempel! Naja, verteidigt immer, was das Zeug hält. Ja, wir sind mittlerweile, also ich bin mittlerweile richtig gut im Game wieder drinne. Also ich komme da mittlerweile richtig gut wieder mit zurecht mit dem Spiel und mit der Steuerung. Komme ich auch sehr gut zurecht mittlerweile. So, greift mal einfach alles hier an. Dass die von der Armee vor mir steht. Der Shit, Alter. Absolute Shit. Ich hätte mehr Schaden bauen sollen, glaube ich. Ich glaube, mehr Schaden hätte, wäre glaube ich besser. Außer dir, du kannst bitte wieder da oben hingehen. Ja, ganz ehrlich, du kannst doch mal Radio einsammeln, wenn du Bock hast. Ah, warte mal, vielleicht ist hier der letzte Kristall. Das kann sein. So, Zukunft hat das Ding hier geschaukelt. Nein. Das kann nicht sein! Deine Tempel wurden zerstört. Mist, ich krieg den letzten Kristall nicht. Scheiße. Fuck! Letzten Kristall nicht gefunden, so ein Mist. Weiß nicht, wo der war. Shit, ey. Tja, damit würde ich sagen, war es das für... keine Ahnung, möchte gern Amon. Wir haben es geschafft. Die Nullzone hat Narut geschwächt und ihn verwundbar gemacht. Trotzdem ist er das mächtigste Wesen, dem ich je gegenübergestanden habe. Was wirst du tun? Ihn töten. Ja, oder selber dabei draufgehen, wa? Stell dich, Narut. Es ist vorbei. Dies ist nur der Anfang. Amon flüsterte hiervon aus den Sternen. Er erzählte dir von seiner Rückkehr. Er erzählte dir von Ruin, Auslöschung, dem Ende aller Dinge. Dein Gott ist tot und kehrt nie wieder zurück. Ach, glaubst du wirklich? Nein. Sarah. Was du verloren hast. Alles, was du niemals hattest. Du hast bereits verloren. Schon bald sehen.
Ja, very krasse Szene. Ja, geile Scheiße auf jeden Fall. Ein richtig, richtig geiles Video, würde ich sagen. Eine richtig geile Szene. Und ja, wie man gerade mitbekommen hat, Amon lebt bereits. Das heißt, Kerrigan wird dagegen nichts tun können, weil er schon lebt. Ja, war auf jeden Fall eine sehr geile Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das alles fandet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.